Felix hingegen findet tatsächlich ein abgebrochenes Stück Stahl, das dort liegt, eine kleine Röhre, vielleicht 30 cm lang oder so, dass man tatsächlich einigermaßen zum Stabilisieren von einem Bruch benutzen könnte. Dr. DeHamory, bitte lege eine Probe auf Act Under Pressure ab. Mit einem Bonus von 1. Sehr gut. Okay, du schaffst es. Du schaffst es, den gebrochenen Arm einigermaßen zu stabilisieren. Ich glaube, du hast auch noch ein paar Pillen in deiner Ausrüstung. Jenna kann zur Not auch noch ein paar Pillen beisteuern, die eher in Richtung Schmerzmittel oder sowas gehen. Und ihr schafft es, ihn einigermaßen zu stabilisieren und so weit hinzukriegen, dass zumindest mit Franklin Mills noch hier irgendwie weiter Geschäft zu machen ist. Er ist benommen, lallt nur noch vor sich hin, so ein bisschen im Delirium. Kann nicht mehr selbstständig gehen. Ihr werdet ihn entweder zu zweit stützen müssen, damit ihr ihn halbwegs die Treppe runterkriegt oder seine Fußfesseln lösen. Ich würde aber erstmal die Treppe hoch Richtung Kostrov stürmen und ihn anfahren. Du hast kein Recht, ihn hier irgendwelche Treppen runterzuschubsen. Wenn irgendeiner das Recht hat, ihn abzuknallen, dann bin ich das. Kostrov funkelt ihn nur an, scheint sich im Moment noch zu versuchen wollen, zu beherrschen. Dann zuckt seine Hand schon in Richtung des Kragens von dem Detective, aber beherrscht sich dann und fährt ihn dann genauso an. Ich habe ihn nicht gestoßen und wenn ich das wollte, dann würde ich es tun. Ich würde ihn sogar diese Treppe ganz runterschmeißen. Ihr beide hört jetzt auf damit. Wenn ihr ihn umbringen wollt, dann macht das nach dem Prozess. Könnten Sie vielleicht den Anschein von Professionalität bewahren? Kunal hat sein Smartphone in der Hand und tippt gerade in der allgemeinen Verwirrung, es lohnt sich. Ich zieh meine Waffe auf dich und sag, leg dein scheiß Smartphone weg. Wenn du hier irgendwelche Filme oder sowas drehst von der Szene, dann knall ich dich ab. Ich hab die Aufnahme gelöscht. Ich hab sie gerade gelöscht. Jenna, nehmen Sie die Waffe runter. Ich schnaufe durch und steck die Waffe weg, guck Kostrov an und ja, klopf ihm auf die Schulter und sag, tut mir leid, es ist zu viel. Lassen Sie uns diesen Bastard einfach mal irgendwie da hinkriegen. Ja, dann würde ich die Treppe runtergehen, Dr. DeHamro so beiseite nehmen, dann Mills wieder packen, irgendwie so unter die Achsel greifen, dass man ihn so ein bisschen stützen kann und einen von den anderen angucken und so deuten, na, einer müsste die andere und dann anderen Arm einfach greifen, dass man ihn so schleifen kann wenigstens. Ja, wenn Kostrov auf ihn zugeht, Quatsch. Während Jenner auf Mills zugeht und ihn hochhieft, kommt Kostrov mit und packt ihn an der anderen Seite. Schaut dann zu Jenner rüber und nickt ihm so zu, dass jetzt kann es weitergehen. Ich werf dir einen Blick zu, der dir zu verstehen gibt. Ich habe kein Problem damit, wenn hier einer weniger von Bord geht. Kunal wendet sich an Mr. Katz und haucht ihm zu, sollte ich vielleicht in Nähe bleiben bei Mills? Scheiße, was machen wir jetzt? Die Hemlock, kriegen wir das wieder zusammen? Kriegen wir ihn irgendwie wieder aufgerafft? Das kann sein, dass er sich eine genische Änderung zugezogen hat und dann ist das Ganze hier umsonst. Ja, dann, wir müssen es irgendwie versuchen. Mills, hören Sie mich. Das mit dem Treppenhaus war eine Scheißidee. Mills, wissen Sie, wer ich bin? Ja, das weiß ich.
Sie sind der Doktor, der seine Patienten tötet, statt ihnen zu helfen. Sehen Sie, er kann sich an alles erinnern. Ah. Funktioniert doch. Er ist wahnsinnig geworden. Natürlich. Gehen wir jetzt zu dem Engine Room. Ich will endlich, dass wir das hinter uns bringen. Es ist nur noch ein einziger Raum übrig und dann bringen wir ihn aus diesem Schiff heraus. Überlegen wir uns, wie wir ihn wieder zurück ins Gefängnis bekommen, ohne dass es Verfahrensfehler gibt. Aber Sir, die Treppe ist glatt, er ist ausgerutscht. Ja, das können wir auch alle bezeugen. Er wollte fliehen und ist dabei, hat sich bei einem Fluchtversuch hat er sich selbst verletzt. Das haben wir alle gesehen. Sehen Sie? Das sollte aber alle weiter ihre Pläne aus. So, ich möchte mich. Versuchen Sie nur, mich umzubringen, aber Sie wissen nicht, was auf Sie wartet. Ich möchte mich, wie gesagt, eben nochmal für meinen Ausraster entschuldigen. Das ist jetzt leider an diesem Tag schon etwas häufiger passiert, aber streife mir nochmal meinen Anzug ein bisschen glatt. Gut, gehen wir also jetzt zum Maschinenraum und danach, ich werde das schon regeln. Ja, dann würde ich Mills Richtung Maschinenraum ziehen, indem ich damals Kostrov dann gefunden habe. Gut, ihr schleppt zu zweit schwer tragend Franklin die letzte Stufe herunter. Er ist immer wieder bei Bewusstsein, verliert das Bewusstsein wieder, immer in so einem Schwebezustand, immer wieder dazwischen. Währenddessen wiederholt er immer wieder Namen, wirft Namen wild durcheinander. Dermond, Laura, Kyle, Lydia, Josie, Sarah, sie warten auf euch. Bei Lydia würde ich stehen bleiben, ruckartig mit ihm. Du bleibst plötzlich stehen, Aiden wird quasi auch in den Stillstand gerissen, sonst würde Franklin Mills einfach auf ihn drauf fallen plötzlich. Was hast du gesagt? Was ist los, Jenna? Der Brabbel, ich hätte schwören können, er brabbelt Namen aus meiner Vergangenheit. Nein, das ist völlig unmöglich. Er brabbelt irgendwelche Namen. Machen Sie sich überhaupt nichts draus, wenn Sie einen dieser Namen kennen. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Und jetzt lassen Sie uns weitergehen, verdammt. Wenn ihr die Treppe heruntersteigt, merkt ihr auf einmal, wie es die Temperatur drastisch abfällt in diesem eisernen Körper dieses ausgeschlachteten Schiffs. Kein großes Wunder. Die Flüssigkeit kondensiert an den Stahldecken, tropft, rinnt an den Stahlwänden in Richtung des Bodens weiter, wo sich überall Pfützen bilden. Über allem hängt so ein ganz schwerer Gestank von verrostendem Stahl und uraltem Maschinenöl. Und Joshua von billigem Rotwein und Kippen. Da kurz stehen, stütze mich ein bisschen ab, unterdrückt meinen Würgereflex. Versuche mal nochmal meine Krawatte zu richten, die mir sonst immer als Ankerpunkt dient und bemerke dann, dass ich keine Krawatte mehr umhabe. Würfel, keep it together. Keep it together. Joshua, es geht alles vor die Hunde. Was ist hier nun los? Warum weiß dieser verfluchte, kranke Wichser von deiner Mutter und wieso hast du ständig ihren Kostrov. Geruch in der Nase? Kostrov, welchen Namen hat er eben gerade gequäkt? Puh, keine Ahnung, Sir. Da labern die ganze Zeit schon Scheiße. Was sagt er? Soll Laura? Ich noch irgendwas mit Laura. Oh. Na, vermisst du sie, Joshi? Bring ihn jetzt in den scheiß Maschinenraum. Jenna! Sie vermisst dich auch. Jenna! Yes, Sir?
Minash, gehen Sie mal weiter. Die Hemre, Sie müssen mal gucken, nicht dass Nils da Blödsinn macht. Und ziehe ich Jenna mal in so eine finstere Ecke. Jenna. Sorgen Sie dafür, dass Mills nach dem Prozess, nicht davor, danach, an einem seiner Bettlakenaufgang gefunden wird. Selbstmord und so. Ich gucke dich mit großen Augen an. Also ich kann nicht glauben, dass du das gerade zu mir gesagt hast. Das ist doch genau das, was du auch willst. Hm? Das Gefängnis ist ein gefährlicher Ort, Sir. Das ist genau das, was du auch willst. Und deine Bestrebung kann ich auch dahingehend unterstützen. Ich meine, wir haben beide die Geschichten von dir gehört. Und, naja. Ich habe dein Auto gesehen. Hm? Wenn ich in der Politik nachher mitspiele, dann werde ich an dich denken. Tippe ich dir mal zweimal mit meinem Zeigefinger in die Brust. Ein bisschen unangenehm und dann gehe ich weiter. Ich bleib noch kurz stehen. Also das hat mich echt geschockt, dass so ein aalglatter Staatsanwalt mir gerade sozusagen einen Freifahrtschein gegeben hat. Das muss ich jetzt erstmal wegstecken auf den ganzen Schock. Außerdem nüchter ich gerade aus. Und dann würde ich versuchen aufzuschließen, also würde ich wieder aufschließen an die Gruppe. Am Fuß der Treppe steht ihr vor einem schweren Stahlschott, wie man sie nur auf Schiffen findet. Von den Risszeichnungen oder euren persönlichen Erfahrungen wisst ihr, dass hinter diesem Stahlschott der Maschinenraum liegt. Hinter dem Schott habe ich Krostov damals gefunden und unseren speziellen Freund hier, wie er da in der Ecke hockte und katatonisch vor sich hin wippte. Auch jetzt wippt Franklin Mills auf Felix Jenner und Aiden Krostov gestützt vor sich hin, murmelt eine unablässige Fortsetzung von Namen vor sich hin. Dermot, Lydia, Kyle, Laura, Sarah, Marcus, Dominic, Lisa, Josie, Martha, Sothariel. Sie warten auf uns. Aiden, du hörst ganz deutlich ein kratzendes Geräusch, Fingernägel auf Stahl von der anderen Seite des Maschinenraums, dieses Schotts. Du kannst es hören, es ist verzweifelt, unablässig, kratzendes Knacken von zersplitternden Fingernägeln. Das Schott fühlt sich eiskalt an, wenn du deine Hand darauf legst. Es ist fast, als würdest du jemanden flüstern hören von der anderen Seite des Schotts. Aiden schafft es gerade noch, mit Jenna zu sagen, halt ihn, und dann lässt er ab von Mills, also überlässt er die Stützung von diesem schweren Mann, den Detective, völlig alleine. Schaut sich hektisch um, wie man jetzt dieses Schott am besten öffnet. Und dann reißt er irgendwelche Riegel zur Seite und versucht, die Tür aufzureißen. Und schreit: Nur noch ganz kurz, wir ganz kurz durchhalten, nicht aufgeben. Du stemmst dich gegen den rostigen Stahl und hörst von der anderen Seite eine Kinderstimme flüstern. Daddy, warum hast du mich nicht gerettet? Kunal! Dominik, Daddy ist hier! Lichtstrahlen greifen aus dem Spalt, als sich das verrostete Stahlschild einen Zentimeter in eure Richtung öffnet. Wie die Finger eines glänzenden Engels, und du kannst dahinter einen Chor singen hören. Ich schaue wieder auf meine Hände und ich weiß, dass es funktioniert hat. Ich bin wieder auf der anderen Seite. Und ich habe Angst, aber auch ein Lächeln bildet sich in meinem Gesicht und ich
schaue vorsichtig in den Spalt hinein. Caleb aus dem Flur, das hinter euch in der Tiefe des Schiffs verliert, dringt so eine komische Vibration langsam an euch heran, als würde sie einmal durchs ganze Schiff durchgehen, und ihr hört das gespenstische Echo von einem Schiffshorn, das an der Oberfläche irgendwo geblasen wird, und in dieses Geräusch, dieses Widerhallen des Schiffshorns, mischt sich ein anderes Geräusch, und es ist das Geräusch von einer blanken Klinge auf Stahl oder eine blanke Klinge auf Haut, die durch die Schichten dringt, bis aufs Fleisch, spratzendes Blut. Joshua, du hörst Musik aus einem alten Grammophon, Jazzmusik, die da hinten hinter der Tür heranwabert, und mit dieser Gestank, jetzt ist er wirklich unerträglich, der Gestank deiner Mutter und ihrer billigen Zigaretten und ihres ständigen Rotweinkonsums. Felix, du stehst vor diesem Shot und deine Hände sind voller Blut. Du hältst Franklin Mills in deinem Arm, aber für einen Moment ist es nicht Franklin Mills, sondern du kauerst auf dem Boden mit Blut in deinen Händen und es spritzt aus der Brust deines Partners, klar, glaube aus der Brust und aus dem Hals, überall spritzt das Blut heraus, zweimal getroffen. Jeder einzelne davon wäre tödlich gewesen. Ihr alle, würfelt bitte Keep It Together. Felix, das ist alles Bullshit und du weißt, dass es Bullshit ist. Es kann nicht sein, dein Partner ist schon seit 3 Monaten tot. Und er ist nicht tot, weil du versagt hast, das ist alles Quatsch. Du stemmst dich mit einem Bein gegen die Wand neben dem Schott, greifst dir den Riegel und reißt daran, um endlich den Weg frei zu machen ins Innere. Ja, ich reiß die Tür auf und stürz in den Raum. Kunal, darauf hast du die ganze Zeit gewartet. Das ist der Moment, wo das Muster, der Pattern sich endlich zusammenfügt hinter dieser Tür. Lauert etwas, wartet etwas, es wartet auf Entdeckung, es wartet darauf, von dir entschlüsselt zu werden, eine höhere Wahrheit. Endlich diesen ganzen kleinlichen Quatsch hinter dir zu lassen, die Gesetze, die Praktika, die Schicksale von irgendwelchen durchgeknallten Leuten. Hinter dieser Tür, da wartet Wahrheit auf dich. Aiden gerät in Panik, verliert noch einen Punkt Stabilität, genauso Joshua und Dr. Caleb. Als sich die Ängste materialisieren, was hinter dieser Tür sein könnte, ihr seid euch ganz sicher, dass etwas auf euch wartet, das sich aus der Vergangenheit euch entgegenstreckt. Die Tür gibt nach. Mit einem lauten Kreischen, das durch das ganze Schiff widerhallt, öffnet sie sich. Ja, während sich die Tür öffnet, Joshua steht so ein bisschen halb versetzt im Schatten und lugt in die Finsternis hinein. Hat gerade aus seiner Hosentasche einen kleinen Gegenstand herausgeholt, der vielleicht in dem einen oder anderen Lichtschein einer Taschenlampe aussieht wie ein kleines Pillendöschen, mit dem er herumspielt, geistesabwesend. 3-4 Pillen sind wohl daran noch enthalten, die leicht klackern in seiner Hand. Vor euch liegt ein düsterer Maschinenraum. Er enthält keine schreienden, verstümmelten Leiber. Er enthält keine verschollenen Kinder. Er enthält kein großes Geheimnis des Universums. Er enthält nur 2 Dinge. Stinkendes, schweres, schwarzes Wasser. Und eine halb zurückgebaute Maschinenanlage. Konal glaubt nicht, dass das alles ist. Er schiebt seinen Ärmel hoch,
und auf dem Unterarm sieht man Schnitt über Schnitt. Und er fängt an, die alten Schnitte aufzukratzen. Also gut, wir müssen etwas tun. Wir müssen William finden. Vielleicht ist er hier noch irgendwo. Und damit gehe ich einfach mal vor. Lass die anderen vielleicht noch in dem, ja, in der Tür stehen. Trete heran an die Pfütze. Und fang an, mit meinem ersten Stiefel in das kühle Nass zu treten. Nach einem Untergrund tastend. Wie ein Kind, das in der Pfütze spielt. Du schreitest voran in das ölige, schwarze Wasser. Nur noch ein ferner Gedanke richtet sich an die Markenschuhe, die du gerade ruinierst. Du gehst einen Schritt nach dem anderen, ganz vorsichtig. Es sind ein paar Treppenstufen, die von dem Portal in den Maschinenraum führen. Und du bist dir sicher, es kann ich nicht höher als bis zum Knöchel sein, das schwarze Wasser. Aber als du einsteigst, es ist sehr schnell, kriecht es an deinem Bein entlang bis zum Knie und dann an den Oberschenkel. Geh einen weiteren Schritt. Am anderen Ende des Raumes siehst du diesen Maschinenberg, diesen Komplex, und du kneifst die Augen zusammen. Du versuchst dich ganz genau zu konzentrieren. Für einen Moment hörst du nochmal diese Jazzmusik im Hintergrund, diese endlose Dudelei, und dann siehst du ein kleines, blasses Gesicht zwischen den Maschinenteilen für einen kurzen Moment, und dann zieht es sich in die Maschine zurück. William! Lara! Lara! Ich guck Dr. Dehamra an. Dr. Dehamra hat sich ein paar Schritte von der Tür zurückgezogen, als sie geöffnet wurde, und fingerte nervös an dem Reizgaskanister, den er in der Tasche hat. Und als er Katz rufen hört, nimmt er seinen Mut zusammen und macht ein paar Schritte vorwärts, geht in diese Tür rein und ruft ihm hinterher. Katz, bleiben Sie bei uns! Kunal stellt jetzt sicher, dass er das auf jeden Fall aufgenommen hat. Ich drehe mich wieder um, mitten in der Pfütze, bis zu den Knien versunken. Hab schon eine von diesen Pillen, jetzt könnt ihr es auch erkennen, eine in denen habe ich wohl rausgeholt und spiele damit Geistesabwesen in der Hand, während der Rest wieder zugedreht ist. Wohl dieser halbe Gedanke auf Brusthöhe halten, vielleicht will er sich hier in den Mund führen, drehe mich um. Ich habe ihn gesehen, dort hinten hinter den Maschinen. Ein kleines Gesicht, konntet ihr nicht erkennen? William! Kommen Sie da raus, Katz. Kostjov, Jenna, schauen Sie mal nach. Katz, Sie haben nicht nach William gerufen. Ich habe ihn doch gesehen, das kleine Gesicht. Bleich, abgemagert. Er ist da hinten. Du musst dich beeilen, Joshi. Wenn du ihn retten willst, musst du dich beeilen. Direkt durch die Pfütze am schnellsten, oder? Ja, klar. Ja, ich... Das Helfer-Syndrom kommt durch, ich stürze auch hinterher. Wenn die Chance besteht, dort den Jungen zumindest, die Leiche des Jungen zu finden. Ja, dann, wenn du jetzt tatsächlich angesprintet kommst, dann deute ich auch nochmal mit meinem Finger in die Ecke. Bleib selber stehen und lass es dich dann machen. Immerhin bist du mein Lakai. Ja, als die Tür aufgerissen wurde und die Panik übermannt hat, wird er sich quasi wie von der Faust getroffen, wie von einem unsichtbaren Schlag getroffen, auf die Stufen der Treppen gesetzt haben, die direkt zu dieser Tür geführt haben. Schweiß wird auf seine Stirn getreten sein und läuft ihm kalt in den Nacken. Er schwitzt trotz dieser eisigen Kälte. Er lockert nochmal die Krawatte, knüpft den dann runterliegenden Knopf auf und krallt seine Hand in das Geländer, und erst als der Anwalt nach dem Jungen
schreit und auch Detective Jenner jetzt anfängt, durch die Pfützen zu rennen, und diese Hektik und die Geräusche reißen ihn jetzt in das Jetzt zurück, und er zieht sich an dem Geländer hoch, und ihn treibt auch der Gedanke vorwärts, dass man hier vielleicht doch noch jemandem helfen kann oder irgendwas bewirken kann, und er geht Schritte in Richtung des aufgerissenen Schotts. Sehe ich denn irgendwas in der Ecke, in der ich dann suchen muss, soll? Felix. Da ist dieser Maschinenraum, es ist wirklich fast so, als könnte man in die Maschine hineinschreiten, in dieses Labyrinth aus Rohren und Zahnrädern. Und es ist so, als würdest du so am Rande deines Blickfelds siehst du plötzlich dieses blasse Jungengesicht und eine Hand, die sich dir entgegenreckt und dann von den Zahnrädern weiter ins Innere gezogen wird. William! Und ich versuche, nach der Hand zu greifen. Du ergreifst die Hand tatsächlich, aber sie ist schon fast zwischen den Zahnrädern verschwunden. Du gerätst selber mit dem Arm zwischen die Zahnräder. Es ist nicht so, als würden sie dich zerreiben oder zermalmen. Es ist mehr so, als je mehr du dem entgegengehen möchtest, desto mehr weichen sie von dir zurück. Ja, ich fange an zu schreien. Während alle anderen davon an der Maschine stehen, dreht sich Caleb zu Mills um und fragt ihn: Mein Gott, Franklin, was haben Sie hier getan? Du drehst dich um zu Aiden und Franklin und stehst vor einer verschlossenen Tür, vor einem verschlossenen Schott. Ich versuche es jetzt zu öffnen. Das ist eine tonnenschwere, gewaltige Stahltür, die sich hinter dir scheinbar geräuschlos wieder verschlossen hat, und die Drehkurbel, um das Schloss zu öffnen, muss auf der anderen Seite sein. Du hörst ein schmatzendes, nasses Geräusch hinter dir. Ich hämmere ein paar Mal gegen die Stahlwand und rufe: Kostroff! Und dann höre ich dieses Geräusch und drehe mich um. Da schwimmt eine Leiche in der schwarzen Brühe. Ein fetter, aufgedunsener Leib. Oh Scheiße, wo sind die anderen? Nicht hier. Ich weiche zurück und presse meinen Rücken gegen die Stahlwand. Ja, Joshua derweil ist am Rande der Pfütze rausgestiegen, kümmert sich gar nicht um seinen ruinierten Anzug und tritt dann an Jenna heran, der da jetzt gerade in den Maschinenteilen gefangen ist. Seine Hand, die da nach und nach... Jenna, du merkst, wie ich dir meine Hand an den Kopf lege und die langsam über deine Haare streichel. Robert, du lebst. Katz, was machen Sie für einen Mist? Ziehen Sie mich hier raus! Du hast wieder Haare. Natürlich habe ich Haare. Meine Hand, du Idiot! Wo ist Laura? Wer ist Laura? Zieh mich hier raus! Felix, du wehrst dich gegen die Maschine und zum Dank bricht sie dir deinen Oberarm. Ja, ich schreie schmerzerfüllt. Würfel bitte Endure Injury. Du musst deine Hand weiter reinstrecken, sonst kannst du William nicht erreichen. Hilfe!